Ja, schönen guten Morgen. Die nominell letzte Vorlesung in diesem Semester. Wir müssen ja noch ein bisschen weitermachen, weil wir sonst mit dem Stoff nicht durchkommen. Aber glauben Sie mir, mir wäre es eigentlich auch recht, wenn wir jetzt nach dieser Vorlesung aufhören könnten, denn dieses Semester hat uns alle geschlaucht, Sie wahrscheinlich genauso wie wir uns, hat jede Menge Arbeit gemacht bisher, aber es geht nicht anders. Sie sehen, wir sind jetzt bei den herzlichen Versuchen heute. Unmittelbar an der Tür zur Optik. Und ähm, ja, die Optik, die müssen wir, es ist ja auch ein Staatsexamen, hängt da dran. Die Optik, die müssen wir zumindest im Schnelldurchgang äh, eben noch machen. Auch wenn wir alle schon erschöpft sind. Gut. Ein paar Dinge, die ich sagen wollte, eigentlich nur eine Sache. Ich habe einen neuen Fragenkatalog auf Moodle gestellt. So Fragen, an denen Sie sich orientieren können, ob Sie den Stoff gut verstanden haben, also ob Sie, ob Sie diese Fragen gut beantworten könnten. Damit machen wir aber gleich weiter. Und zwar Herzschiffersuche, Funktechnik, formel habe ich diese Vorlesung überschrieben, aber natürlich fängt es mit den Maxwell'schen Gleichungen an und hier sehen Sie die Maxwell'schen Gleichungen aufgeschrieben. Es fehlt noch der Verschiebungsstrom und ähm, ich hatte gesagt, dass die Leute, ähm, dass die Physiker zur damaligen Zeit, aber tatsächlich auch noch heute, diese Formeln mit großer Ehrfurcht betrachtet haben und kein Geringerer als Ludwig Boltzmann der ja selber ganz Entscheidendes geleistet hat, indem man die ganze Thermodynamik von der Atomtheorie, die damals ja keinesfalls etabliert war, sehr kontrovers war. Mach hat ihm gefragt, Holmes schon ans ähm, über die, ja, im Wienerisch, ich habe das jetzt äh, irgendwie oberbayerisch, glaube ich, gesagt. Ähm, ja, also, äh, also äh, Boltzmann war ja auch einer der ganz Großen in der Geschichte der Physik, der hat. Den, dem wird das Zitat zugeschrieben, war es ein Gott, der diese Zeilen schrieb. Er hat natürlich nicht Maxwell als Gott gemeint, denke ich, aber er hat eben dieses Göttliche drin gesehen. Und Einstein hat ja auch so einen Bezug gehabt. Der ja, Einstein wird ja das berühmte Zitat zugeschrieben: der Alte würfelt nicht, aber er hat den Humor des Alten unterschätzt, der würfelt eben schon. Und auch Studenten und Studentinnen tragen zuweilen ein T-Shirt, wo die Maxwell Gleichungen draufstehen. Die Divergenz von D ist, ist roh und die Rotation von B ist Null und so weiter. Also, er sprach und es wart Licht, steht dann also auf diesem T-Shirt. Also, wir alle fühlen, dass, dass diese Gleichungen was ganz Besonderes sind. Wir haben dann eine Wellengleichung hergeleitet und ich habe gleich drei Umfragen dazu. Das sind ganz typische Fragen, die ich auch in einer Prüfung frage. Also, ich frage sie natürlich nicht so, so dass es vier, in dem Fall vier Auswahlmöglichkeiten gibt, sondern ich frage die natürlich schon ein bisschen anders, also so wie man es in einem Gespräch tun kann. Und wie man es eben in einer Umfrage nicht tun kann. Also, hier habe ich drei Möglichkeiten einer Wellengleichung aufgeschrieben. Immerhin war ich so klug ähm, und habe mich äh, noch daran erinnert, dass wir eine zweifache zeitliche Ableitung haben auf der einen Seite und eine zweifache räumliche Ableitung auf der anderen Seite haben. Und äh, es stimmt aber nur eine dieser, äh, dieser vier Gleichungen, die ich da hingeschrieben habe. Ähm, welche stimmt denn? Schauen wir mal. Ach, warten wir noch fünf Sekunden oder zehn. Hier information. Ai, 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 ai. Oh, das geht, das geht ja wild durcheinander hier. Ja. Ja, offensichtlich haben wir auch noch nicht allzu viele Teilnehmer, so wie ich das einschätze, so wie das also noch schwankt, Sind noch nicht alle, äh, haben sich noch nicht alle ausgeschlafen. Ja, puh, ich kann es mir ehrlich gesagt auch immer nicht merken, äh, was, da, was da richtig ist. Ja, ich muss mir das auch immer wieder aussortieren. Wie sortiert man das aus. Ja, also was hier schon dasteht, ist, dass wir äh, zweimal nach der Zeit ableiten und zweimal nach dem Ort ableiten. Das ist schon okay. Und was auch dasteht, ist, dass da irgendwo eine Geschwindigkeit steht, entweder auf der linken Seite, also bei der zeitlichen Ableitung, oder eben auf der rechten Seite, entweder als 1 durch C oder eben C-Quadrat. Wie könnten wir das rausfinden? Indem wir die Einheiten anschauen. Ja? Schauen Sie mal her. Wir wissen ja, also wenn wir hier jetzt mal diese Gleichung nehmen, die erste gleich ausprobieren, wir wissen, dass das elektrische Feld die Einheit Volt pro Meter hat. Das steht auf der anderen Seite auch, das kürzt sich also raus. Welche Einheit hat die zweite zeitliche Ableitung? 1 durch Sekunde Quadrat. Ja. Welche Einheit hat die zweite räumliche Ableitung? 1 durch Meter Quadrat. Also, wenn ich diese 1 durch Meter Quadrat darüber bringe, dann hätte ich hier Quadratmeter pro Sekunde Quadrat. Also muss diese Einheit Quadratmeter pro Sekunde Quadrat sein. Das bedeutet also, dass die da unten stimmt. Ja? Also wir Physiker mögen nicht auswendig lernen. Das ist was, was die Medizinstudenten besser können. Ja? Und wie gesagt, also ich kann diese Formel auch nicht auswendig. Ja, also im Zweifelsfall äh, lege ich mir die wieder zurecht. Gleich die nächste Frage: Was ist falsch? Eine dieser Gleichungen ist falsch. Ja, also schauen Sie sich die mal genau an. Eine dieser Gleichungen ist falsch. Ja, also vorhin habe ich, äh, hab ich offen gelassen, welche Komponente ich da nehme. Jetzt spezifiziere ich das. Ja? Also wir nehmen die Y-Komponente des Feldes, stellen also eine Wellengleichung für die Y-Komponente des Feldes auf. Das Feld ist also in Y-Richtung polarisiert. Da werden wir auch noch drauf kommen heute, was Polarisation bedeutet. Was kam daraus aus der Umfrage? B haben die meisten gewählt. Lassen Sie mich mal gucken. B haben die meisten gewählt. Ja, das gefällt mir nicht, die Antwort. Ja, das, sehen Sie, das sehen Sie, dass Sie irgendwas eben nicht richtig verstanden haben. Ja, B, warum kann B nicht stimmen? In welche Richtung? Ah, ja. Ähm, kommen wir gleich zur nächsten. Äh, stellen wir jetzt zurück, die Antwort. Ja? Äh, ich frage gleich die nächste. Und wir beantworten dann beide. Ja? In welche Richtung breitet sich die durch die partielle Differentialgleichung, eben die Wellengleichung, definierte Welle aus? In x-Richtung, in y-Richtung oder in z-Richtung? Was kommt raus? Da drüben steht es auf dem Bildschirm oder kommt gleich. In x-Richtung sagen die meisten. Und das stimmt auch. Ja? In x-Richtung breitet sich die Welle aus. Warum? Wir haben gesagt, dass die Wellengleichung die Ausbreitung einer. Welle oder Störung, haben wir auch gesagt, eine Störung in Raum und Zeit beschreibt. Ja, und hier haben wir die Ableitung nach der X-Variable, also nach der X-Richtung. Also in diese Richtung wollen wir hier die Ausbreitungsrichtung beschreiben. So, jetzt gehen wir zur anderen zurück. Äh, was ist falsch? Ja, wenn Sie sich das anschauen, also die meisten haben, glaube ich, ach so, äh, vielleicht habe ich. Äh, können Sie noch mal das Ergebnis einblenden? Vielleicht habe ich die Frage da einfach falsch interpretiert. Von B? Ah ja, Sie haben es schon richtig gemacht. Ich habe bloß nicht mehr in Erinnerung gehabt, was ich gefragt habe. Ich habe gefragt, was ist falsch. Und natürlich ist B falsch, weil B, wir haben gesagt, wir haben eine transversale Welle. Also diese Welle, die breitet sich hier in Y-Richtung aus. Und äh, deswegen kann das E-Feld natürlich nicht in Y-Richtung gehen. Also Sie haben es schon richtig gesagt. Wunderbar, ich bin sehr zufrieden. Ja? Okay, ja, damit äh, beginnen wir mit dem Kapitel äh, 13, äh, die Erzeugung elektromagnetischer Wellen und die herzlichen Versuche. Sie erinnert sich ja, dass wir aus den Maxwell-Gleichungen eine Wellengleichung hergeleitet haben für das elektrische Feld und auch eine für das magnetische Feld. Ja, haben genauso äh, ausgeschaut, die beiden, äh, die beiden Gleichungen von ihrer Struktur her. Und äh, ich bin dann äh, vorgestern im Tutorium gefragt worden: Ja, jetzt haben wir die Wellen, aber wie werden die eigentlich erzeugt? Äh, woher ja, Wie kommen die Wellen dann dann sozusagen in die Welt? Und äh, um diese Frage geht es tatsächlich heute. darauf habe ich also dann auch hingewiesen. Ich habe im Tutorium schon einen kleinen Vorgriff darauf gemacht, was wir heute diskutieren, wie wir das also theoretisch, modellieren können die Entstehung von Wellen, aber hier möchte ich mit dem Experiment beginnen und äh, wir beginnen tatsächlich mit Heinrich Hertz. Heinrich Hertz stammte aus Hamburg. Ähm, seine Familie hatte jüdischen Hintergrund. Äh, das hat dann später dazu geführt, dass man Hertz, der schon lange lange tot war zur nazizeit zeit äh, dass man den also versucht hat aus der Physik zu eliminieren in Deutschland äh, zumindest. Sogar die Einheit Hertz, die wollte man in Helmholtz, da konnte man HZ äh, behalten, äh, umbenennen. Ähm, und äh, naja, da sieht man also, wie schändlich äh, das Ganze war. Also Lennart war einer seiner Schüler und das war einer der schändlichsten ähm, Verräter, äh, nicht nur an der Physik, sondern auch an seinem Doktorvater. Ja, Heinrich, Heinrich, Heinrich Herz äh, hat also angestiftet durch, äh, durch Helmholtz. Helmholtz. Hat diese Entwicklung auch beobachtet mit den Maxwellischen Gleichungen und dem Verschiebungsstrom. Und äh, er hat deswegen ein Preisausschreiben, so hat man das damals gemacht, ein Preisausschreiben initiiert. Wer so ein Preisausschreiben gewonnen hat damals, der hat eine gute Chance gehabt auf eine Professur. Ähm, Heinrich Herz hatte ja äh, schon eine, aber Helmholtz hat sich äh, schon äh, Gedanken gemacht, gehabt, äh, nicht nur, dass er den Preis ausschreibt, sondern auch, wer den gewinnen könnte, nämlich sein Meisterschüler Heinrich Herz. Und der hat es also auch tatsächlich äh, geschafft. Ähm, was er gemacht hat, sehen Sie hier. Ähm, hier sehen Sie aus einem äh, populärwissenschaftlichen Werk so der 1920er-Jahre, wie man sich das vorgestellt hat. Also das soll also Heinrich Herz sein. Also viele Ähnlichkeiten das sehen Sie nicht. Äh, jedenfalls hat man wieder so einen Funkeninduktor genommen. Und ähm, damit einen Schwingkreis angeregt. Jetzt werden Sie sich wundern, was ist hier ein Schwingkreis? Der Schwingkreis, der sah doch bisher immer ganz anders aus. Der Schwingkreis, der sah doch bisher immer so aus, dass wir eine Spule hatten und einen Kondensator hatten. Ja, jetzt stellen Sie sich aber Folgendes vor und so müssen Sie diese wir würden dann sagen antenne uns vorstellen dass wir diese platten hier immer weiter auseinander tun damit der kondensator immer kleiner wird damit die kapazität immer kleiner wird warum damit die frequenz höher wird ja und wir haben ja gesehen in den maxwellschen gleichungen da stecken die zeitableitungen und wenn die frequenz höher wird dann äh, wird natürlich die zeitliche änderung höher also mit höheren frequenzen klappt es besser also probieren wir doch mal sowas ähm, so. ja Und irgendwann hat man die so weit auseinandergeklappt, dass das Ganze so ausschaut. Und äh, wenn einem dann die Induktivität und die Kapazität immer noch zu groß ist, naja, dann lässt man halt die Platten weg, ja, macht die immer kleiner und macht das da hier auch kleiner. Und am Ende, nee, denn die Platte da unten brauche ich nicht, am Ende hat man sowas. Ja. Und da muss man jetzt natürlich irgendwie die. Da muss man jetzt irgendwie auf die Platten, auf die Platten hier oder naja, hier irgendwie, da muss man Ladung draufbringen. Und das hat man mit einer Funkenstrecke gemacht. Und die Funkenstrecke, die sehen Sie also hier. Ja? Also, das ist die Funkenstrecke. Wenn der durchgezündet hat, die Funken, die haben nur eine sehr kurze, ja, Brennzeit, ja, so Nanosekunden oder sowas. Das konnte man äh, damals schon machen. Also Nanosekundenauflösung, äh, entspricht der Gigahertz. Also das hat man also, ähm, diese Zeitskala hat man also durchaus im Griff gehabt. Die Funkenstrecke, das war damals das Hightech-Instrument schlechthin. Ja, da werden wir werden noch äh, mehr dazu hören. Und als Empfänger hat er einfach so einen Ring genommen. Also können Sie sich vorstellen, das ist so eine Spule, in der was induziert wird. Und was er dann beobachtet hat, sehen Sie hier dargestellt, war ein Funken. Da ist also hier so ein Funken übertragen worden. Und Heinrich Hertz hat dann eine ganze Reihe von Experimenten gemacht, um nachzuweisen, dass sich die Wellen, die er erzeugt hat, ja, er konnte also über eine gewisse Distanz konnte er also Energie übertragen, ähm, dass die Wellen, die er erzeugt hat, die Radiowellen, dass sich die genauso verhalten wie Licht. Und äh, da sehen Sie also hier ein Beispiel. Ja, schaut ganz äh, primitiv aus. Ist glaube ich im Deutschen Museum. Ähm, dieses Artefakt. In der Mitte, das ist hier nicht gut zu sehen, das ist wieder so eine Funkenstrecke, hier sehen Sie wieder so einen Funkeninduktor, aber das ganze Ding ist hier parabolförmig und reflektiert deswegen die Strahlung. Und Herz schreibt, dass es am Anfang probiert hat und da die falsche Wellenlänge erwischt hat. Ja, es war ihm auch nicht so richtig klar, was da wie das Ganze funktioniert. Also es war am Anfang durchaus ein Stochern im Dunklen. Aber dann, wie er die richtige Wellenlänge gefunden hat, da ging das ganz vorzüglich mit der Übertragung, also über diese Parabolspiegel. Hier sehen Sie also ein Detail. So hat es also hier im, in der Brennlinie dieses, ja, also hier das, was man hier so sieht, was man hier so grob sieht, ja, das ist also hier nochmal rausgezeichnet. Das ist also die Funkenstrecke und man hat den Abstand dieser. Ja, diese Elektroden, die hat man also sehr genau eingestellt, also auch mit Mikrometerschrauben hat man das eingestellt. Das sehen Sie hier auf der Empfängerseite, also auch nochmal. Ja, und da hat man genau mit dem Mikroskop äh, oder mit einer Lupe dann hingeschaut, um dann den, äh, den Funken zu sehen. Und. Äh, hier sehen Sie naja, so, eine, so eine Zeichnung, wie äh, sein Experimentierzimmer ausgesehen haben könnte. Da sehen Sie wieder diese Parabolspiegel, der Sender und dann hier der Empfänger. Ja? Und dann sehen Sie das Experiment, das hier gemacht worden ist, nämlich das Ganze über ein Spiegel zu lenken, um so nachzuweisen, dass es elektromagnetische Wellen sind. Oder da drüben sehen Sie also ein Prisma, das ist also auch gemacht worden. Um die Ablenkung der Radiowellen in Materie zu zeigen. Und äh, ein paar dieser Experimente wollen wir Ihnen jetzt vorführen. Ähm, und zwar haben wir da einen kleinen Sender aufgebaut. Ähm, und ja, ähm, ja. Und ich habe also hier einen Empfänger. Und an diesem Empfänger da ist ein kleines Glühbirnchen. Und äh, wenn ich also da jetzt näher rangehe, ich sehe es schon leicht glühen, aber wir werden wohl das dunkler machen müssen hier, damit es die Kamera auch sieht. Ja, es glüht also hier schon so ein bisschen. Und wenn ich da also jetzt näher rangehe, quadratisches Abstandsgesetz, ja, dann wird es immer heller, wird immer heller. Und wenn ich zu nah rangehe, dann brennt es durch. Ja, also ich glaube, viel näher sollte ich nicht rangehen als so. Jetzt kann ich das Ganze drehen um 90 Grad und wir werden sehen, dass diese Welle polarisiert ist. Ja, also diese Welle, die hat keine, ähm, die hat keine waagrechte Komponente. Ja, also ähm, hier äh, sehen wir also diese Sachen. Ähm, dann können wir, dann können wir äh, noch anschauen, wie das hier ausschaut ähm, mit der... Mit der Feldverteilung an dieser Antenne. Ja, ich habe ja gesagt, dass das hier ein Kondensator ist, da oben. Ja, das heißt, äh, und äh, das hier ist die Spule, das heißt also, hier sollte der Strom hoch sein, hier sollte das elektrische Feld hoch sein. Und ich kann das also hier zeigen mit äh, dieser Röhre. Klappt nicht immer, wenn ich Glück habe, klappt es ja. Es klappt. Ja. Ähm, und äh, sehen also, ja, da ist wenig Feld. Ich gehe mal andersrum. Ja, und da unten ist dann wieder Vielfalt, aber unten kriege ich sie normalerweise nicht zum Zünden, dieses Miststück. Schauen wir mal, ob es, ja, also ja, funktioniert nicht äh, gut. Ähm, aber wir haben da drüben noch einen stärkeren Sender, lasst uns den mal ausprobieren. Ja, den können wir also auch mal kurz anschalten und dann können wir das also hier mit dieser Röhre probieren. Ja, also das ist eine, ein wunderschöner alter Sender, wenn Sie sich das anschauen, also äh, hier der Kondensator und dann äh, die induktive Kopplung, also ähm, und Sie sehen, also hier ähm, kann ich diese Leuchtstoffröhre zünden, da in der Mitte ist nichts und da oben, da ist also auch wieder Feld, ja ähm, und Natürlich könnte ich da drüben jetzt ein Lämpchen reinschalten, aber wir wollen es gar nicht so übertreiben mit diesem starken Sender. Aber eins wollen wir probieren, doch, doch, eins wollen wir probieren. Was wir hier haben, ist die Antenne, die viel zu kurz ist. Ja, also ich kann das mal hier raustun und wir, Sie werden sehen, dass, diese, dass dieses Lämpchen hier nicht leuchtet, weil die Antenne eben viel zu kurz ist. Ja, können wir also hier anschalten, leuchtet nicht, aber jetzt tauche ich die, ja, die ist ungefähr zehnmal kürzer, neunmal kürzer als diese äh, große Antenne, liegt also weit daneben und wenn ich das jetzt hier daneben stelle, dann sehen Sie, dass die, dass die leuchtet, ja, so ein bisschen, ähm, ich ziehe sie wieder raus ja, damit, ja, und sie ist wieder aus. Gut, wunderbar. Das Ganze können wir natürlich da drüben ähm, auch zeigen. So, das war die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen. Und das war, der, das war der schlagende Beweis dafür, dass das Maxwell recht hatte, dass es den Verschiebungsstrom gibt. Ähm, dass also äh, diese elektromagnetischen Wellen, äh, dass die Licht sind, und äh, Heinrich Herz war mit einem Schlag berühmt. Er hat nicht viel davon gehabt von seinem Ruhm. Er ist schon im Alter von, äh, von 36 Jahren an der sogenannten, sogenannten Wegener äh, Grammatulose äh, gestorben. Also eine ganz hässliche Krankheit, die man damals nicht behandeln konnte. Äh, also auch ein übler Tod, den er erlitten hat. Und sonst hätte er die Chance gehabt, hätte er hätte gut und gern die Chance gehabt, da noch 40 Jahre oder so weiterzuleben und die ganze Entwicklung der Funktechnik zu erleben. Aber wie er es selber eingeschätzt hat, das sehen Sie hier. Sie sehen die Antwort auf die zeitlose Journalistenfrage an einen Wissenschaftler, für was ist es denn gut? Welche Anwendung hat es denn? Ja? Und Herz hat geantwortet, ich weiß nicht, ob er auf Englisch gefragt worden ist, aber äh, so finde ich es äh, jedenfalls äh, in der Literatur. It's of no use whatsoever. This is just an experiment that proves Maestro Maxwell was right. Ja? <laughs> da war Faraday zu seiner Zeit schon erfahrener mit solchen ähm, journalistischen Fragen. Wobei journalistische Fragen in seinem Fall, das trifft nicht ganz zu, zu ihm kam nicht weniger als der König ins Labor. Ja, Sie, äh, Sie wissen ja, dass äh, Faraday zu seiner Zeit hochberühmt war und man ihm einen hohen Adelstitel äh, verleihen wollte, aber es wollte er alles nicht. Dann kam der König, äh, König wenigstens zu ihm im, ins Labor, um ihm die Ehre zu erweisen. Und Faraday hat ihm eben die Sachen vorgeführt und der König hat gefragt, naja, die zeitlose Journalistenfrage, für was ist es gut? Und Faraday hat geantwortet, Majestät, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, eines Tages werden sie Steuer drauf erheben. Ähm, und äh, hier war das zweifelsohne der Fall. Und äh, ich gebe einen kurzen Abriss über die, über die Geschichte. Marconi, einer der berühmtesten Pioniere. Ähm, hier sehen Sie also seinen ersten Sender, wieder dieses äh, Funkenstreckendings da, also dieser Funkeninduktor. Das war seine Antenne. Und was Sie hier sehen, ist die, sind drei britische Postbeamte die äh, die Apparaturen inspizieren mit denen äh, mit denen die äh, also wo man das erste Mal über den Ärmelkanal versucht hat also eine Funkstrecke äh, eine Funkstrecke aufzubauen und anwesend als Zeuge war auch ein deutscher Physiker Slabi, äh, der auch eine gewisse Rolle spielte in der Entwicklung der äh, der drahtlosen Telegraphie und äh, Slaby war beeindruckt und hat vorgeschlagen, dass man doch das Ganze jetzt Funkentelegrafie nennen sollte. Und daher kommt unser Begriff, dass wir Funken, wenn wir drahtlos äh, kommunizieren. Ja, das kommt also von diesen Funkenstrecken, die man da damals benutzen musste, die man in den Anfangszeiten benutzen musste, um, ähm, um so einen Sender zu betreiben. Slaby war dann einer der Gründer der Firma Telefunken. Ja, also auch diese Firma äh, hat direkte Anleihe daran genommen, also dass man eine Funkenstrecke nehmen musste, um solche Sender zu betreiben. Und dann äh, der andere, die andere Persönlichkeit, die ebenso berühmt war wie, oder berühmt sein hätte sollen wie äh, Marconi, äh, war Ferdinand Braun, ähm, hatte den Nobelpreis zusammen mit, äh, mit Marconi erhalten aber andererseits als Marconi, also wie Marconi gestorben ist, so ich glaube 36 war das, ähm, da hat man zu seinem Ehren den damals schon gut entwickelten Funkverkehr für ein paar Minuten angehalten. Ja? Wie Braun gestorben ist, der ist interniert worden in den USA, weil er ähm, kurz vor Kriegsbeginn Kriegseintritt der USA ist in die USA gereist, um ähm, ja geschäftliche Interessen wahrzunehmen. Und dann hat man eben äh, als wichtigen Feind äh, Angehörigen hat man also interniert und ist in den USA äh, dann äh, auch gestorben. Ich glaube, er hat einen Unfall gehabt und äh, wie man dann seine Urne zurückgebracht hat nach nach Deutschland so 1921, ja da ist in Fulda keiner zum Begräbnis gekommen. Ja, da war so ein untergeordneter äh, Magistrat war da, äh, war da, aber ansonsten war kaum jemand da. Ja, also äh, Braun. Die Braunsche Röhre, ja, also das, was man früher im Fernseher hatte, bevor LCD-Bildschirme und äh, andere Dinge kamen, äh, die hat er unter anderem entwickelt. Also Braun äh, ist einer der ganz großen Pioniere. Und hier sehen Sie, wie so ein äh, Sender damals funktioniert hat. Ja, also im Wesentlichen haben Sie hier die Antenne mit dem dazugehörigen Schwingkreis. Ja, also die sind also hier ähm, induktiv gekoppelt. Und dann haben Sie also hier diesen Schwingkreis, der von einer Stromquelle aufgeladen wird über eine Funkenstrecke. Ja, also, Sie müssen sich vorstellen, dass diese Spannung hier so lang steigt, bis die Funkenstrecke hier durchschlägt und dann wird also hier dieser Kondensator aufgeladen, schwingt dann gedämpft und das ist das Problem ja, und äh, sendet, also strahlt, also dann eine elektromagnetische Welle ab. Ja, also, da ist dieses Ding, was wir hier haben, bestimmt auch schon ja, naja, fast 100 Jahre alt oder vielleicht sogar schon 100, ja, fast 100 Jahre, schätze ich, da ist dieses Ding hier schon mehrere Generationen weiter. Und das Problem mit dieser Art von Funktechnik war, dass dieser Funken tatsächlich zu lange gebrannt hat. Ja, also die Einschaltzeit, also durchaus im Nanosekundenbereich, aber der Funken hat zu lange gebrannt und deswegen ist die Energie, die sie auf den, Zweiten Schwingkreis übertragen haben, die ist dann zurückgekoppelt worden. Die ist also hin und her ausgetauscht worden. Das war wie zwei gekoppelte Pendel. Und ähm, deswegen hat man auch keine Resonanzkurve gekriegt, sondern man hat also diese doppelte, ähm, ja, also diese beiden Resonanzen, die, die stoßen, sie ab, stoßen sich ab. In der Quantenmechanik werden sie dasselbe wieder als Avoided Crossing kennenlernen. Ja, wäre eigentlich gut, ähm, das schon mal hier in den Anfängervorlesungen zu behandeln, äh, nur damit man merkt, dass dieses Avoiding, äh, Avoided Crossing, äh, da, dass das nichts Besonderes ist, ja, sondern ja, eine fundamentale Eigenschaft von, äh, ähm, von zwei Resonanzen, die einander zu nahe kommen. So, der nächste Punkt war dann, äh, dass sich jemand überlegt hat, und das war Max Wien. Wie kann ich verhindern, dass die Energie wie kann ich wie kann ich den Funken schnell zum Erlöschen bringen, so dass das eben nicht möglich ist, dass die Energie da hin und her geht und was er erfunden hat, war die Löschfunkenstrecke, die wir Ihnen schon gezeigt haben, wie wir den wie wir den Tesla Transformator hier vorgeführt haben und er hat also damit den Löschfunkensender so 1906 war das erfunden und was Sie hier sehen gibt es übrigens also eine sehr schöne äh, Webseite Seefunk ähm, heißt das also das wird die ganze Geschichte des Seefunks aufgearbeitet und da sind also auch die äh, frühen also die Anfänge äh, sehr schön aufgearbeitet äh, da draus also das Bild ist aus äh, aus einem Lehrbuch von Zenek, äh, der ja äh, der Schüler war von, von Braun im Übrigen, später dann nach München gegangen ist. Ähm, ich denke, er war auch der Direktor des Deutschen Mus Museums dort. Ähm, also äh, eine bedeutende Persönlichkeit. Äh, also aus dessen Lehrbuch, das sind diese Bilder und ich habe sie wiederum äh, aus dieser Webseite von, über, über die Geschichte des Seefunks. Was Sie hier sehen, ist, die Funk, ist der Funkraum auf einem Schiff. Ja? Und äh, Riesengenerator. Ja? Ähm, und hier eben die Löschfunkenstrecke. Ähm, wie die Titanic mit dem Eisberg zusammengestoßen ist, da ist der SOS-Ruf, der ist sicher auch über. Ja, also, sowas gab es auf der Titanic. Auch darüber ist der Notruf damals abgesetzt worden. Und äh, was man hier hatte, war eben eine nur schwach gedämpfte Welle, also ohne diese äh, mehrfache Kopplung. Ähm, und ja und da gab es also dann verschiedene Ausführungen von Löschfunkensendern. Ähm, zum Beispiel Tesla hat äh, seine, sein eigenes Patent gemacht. Ja. Ähm, da, da hat, der hat es einfach so gemacht, dass man äh, die zweite Elektrode rotieren lässt, dass man die, äh, dass man die bewegt. Ja, so dass es sich schnell wegbewegt und um das ganze hoch zu skalieren also um viele Löschfunkenstrecken sozusagen zu haben um da richtig also Kilowatt da übertragen zu können hat er das ganze auf dem Rad gebaut das sich sehr sehr schnell gedreht hat und also ja Sie, also das ist also von einer Funkenstrecke die eine Elektrode und da oben sehen Sie also die andere also Und dieser Fessenden, das war auch einer der großen Pioniere der Anfangszeit, der hat, der hat also so ein Ding bauen lassen. Fessenden hat allerdings auch einen anderen Ansatz genommen, wo man das erste Mal eine ungedämpfte Welle hatte. Ja, und das ist natürlich das Ziel gewesen, eine ungedämpfte Welle zu haben. Und wie man das gemacht hat, man hat einen Generator genommen, der eine... Der sehr, sehr viele Pole hat und der sich wahnsinnig schnell dreht. Und, ähm, ja, und damit kann man also dann ein paar, äh, ich glaube, zig Kilohertz äh, dann erzeugen. Das sind also längst Wellensender, braucht man riesen äh, Antennen. Und äh, davon gab es einige, ist also auch auf vielen Kriegsschiffen dann installiert gewesen, solche Sender, äh, bis in den Zweiten Weltkrieg. Ähm, und äh, was Sie hier sehen, ist tatsächlich der einzige noch funktionierende ähm, Längstwellensender, also als Maschinensender, äh, gebaut in Schweden. Ähm, und äh, das ist inzwischen UNESCO Weltkulturerbe. Einmal im Jahr wird er betrieben, hat also auch ein Funkzeichen Grimstone. Ja, und der, das ist natürlich ein Riesenaufwand und der erste, der es geschafft hat, ähm, also, eine Rückkopplung ähm, zu, ähm, zu realisieren, das war Paulsen. Ähm, er, hat, ähm, er hat die negative Charakteristik einer Gasentladung benutzt. Ja, ich habe mal die Gasentladung ganz am Anfang gezeigt. Ähm, ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber äh, das gibt also einen Rückkopplungsmechanismus. Ja, ist ein bisschen diffizil äh, handzuhaben. Ja, und diese Maschine, die steht also ebenfalls im Deutschen Museum in München. Und schließlich kam es zu den Elektronenröhren, und äh, das äh, gibt es zwei Personen zu nennen. Also Alexander Meissner, ein Österreicher, der in äh, Berlin äh, gearbeitet hat, soweit ich, äh, soweit ich weiß. Der hat die Rückkopplung mit Elektronenröhren, so wie wir es da drü äh, drüben stehen haben. Das ist ziemlich genau die Schaltung, die wir da drüben stehen haben. Das ist die Meissner-Schaltung. Das war ein Patent, und ungefähr gleichzeitig hat Armstrong äh, in den USA das erfunden, das war ein Soldat. Und Armstrong hat auch diese, ja, dieses Heterodyn-Verfahren oder Superhead-Empfänger, also diese Verfahren hat Armstrong ebenfalls erfunden, also war auch einer der ganz Großen in, in der Anfangszeit. Und schließlich, so ein bisschen jener Couleur, es ging immer zu immer kürzeren Wellenlängen und äh, es gab Abraham Esau hier als Schüler von Max Wien. Äh, und äh, der hat äh, ja, so kurz vom, Zweiten, äh, vom Ersten Weltkrieg äh, war er also in, äh, ich glaube in Namibia äh, äh, war das, hat also dort der einen Sender geleitet, eine der also Funkstationen. Ja, und hier äh, auf dem Roten Haus, da standen also die Antennen. Und da hat also das Deutsche Reich mit seinen Kollegen äh, von Jena aus äh, kommuniziert, denn es war ja schließlich äh, Max Wien, der das Ganze erfunden hat. Ähm also mit dem Löschfunkensender da konnte man das erste Mal zuverlässig transkontinental äh, kommunizieren und es waren natürlich schnell andere Sender, insbesondere dann Röhrensender, mit denen das dann ähm, abgelöst worden ist. Aber noch nicht zu seinen Zeiten, also nicht kurz vom äh, Ersten Weltkrieg. Er ist dann interniert worden und ähm, ja, also die, ich glaube die Franzosen haben diese Station erobert. Und Esau hat die vorher gesprengt, wie sich das gehört, bevor sowas in Feindes Hand fällt und wäre dafür fast hingerichtet worden. Ist er nicht? Konnte also nach Jena zurückkehren und hat hier die erste Kurzwellenstrecke aufgebaut, von Jena bis nach Kala, ich denke auf der Leuchtenburg. Und dann gibt es noch Erich Habern, der hat das Magnetron erfunden ungefähr zeitgleich mit einem äh, Tschechen und einem Amerikaner. Ein Bild von ihm habe ich nicht gefunden. Ich habe lange gesucht, aber ich habe keins gefunden. Ja, und äh, ESAU hat zwei Schüler gehabt. Das waren Rote und Schwarz. Da gibt es also die entsprechende Gedenktafel. Ähm, Lothar Rode äh, und Hermann Schwarz, die sind also aus, äh, ja, in Nördlingen äh, geboren, ich glaube der andere in München. Die sind also extra nach Jena gekommen, um bei ESAU zu promovieren und haben dann also die Firma Rode und Schwarz ähm, in München äh, gegründet. Ähm, warum gibt es für ESAU keine Gedenktafel in Jena? ESAU hat eine bedeutende Rolle im Dritten Reich gespielt. Er war wohl kein... Ähm, er war wohl kein großer Nazi. Ja, also vom Namen her ähm, können Sie schon ähm, ableiten, dass er tief im, äh, in der christlichen Tradition, also der hat zu so, 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 so einer Minderheit, zu so einer ja, so, so eine evangelikalen Minderheit, würde ich das äh, nennen, äh, hat er angehört. Also äh, er war eigentlich keiner, der, der in die Ideologie der Nazis reingepasst hat. Hat sich hier auch Verdienste erworben, um zum Beispiel die Zeitstiftung, dass die Zeitstiftung nicht gleichgeschalten worden ist. Ja, also, er ist durchaus ambivalent zu, äh, zu beurteilen, aber er hat sich eben dann doch in den Dienst der, äh, der Nazis gestellt und hat also bedeutende Rolle während des Zweiten Weltkriegs äh, gespielt in der, in der Wissenschaftsorganisation äh, im Hinblick auf die Kriegsanstrengungen. Und es gibt also eine sehr, sehr negative Einschätzung von Max von Laue, der ja äh, der Aufrechteste war, ähm, was, die, ähm, was die Physik in Deutschland betraf. Ähm, ja, also Laue, zum Beispiel, äh, Laue hat sich, äh, wenn er eine Nazi-Größe zu treffen hatte, hat er sich immer einen Handschuh angezogen, damit er sich die Hände nicht dreckig macht. Ja, das wird also über Laue äh, erzählt und hat also auch äh, verhindert, zum Beispiel, dass. Äh, einer dieser Obernazis in der Physik, also Johannes Stark, von dem der Stark-Effekt kommt, äh, dass der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurde. Äh, der wollte Reichsführer der Physik werden, dieser Johannes Stark. Ja, also äh, das ist halt äh, diese Zeit. Und ähm, ja, das hätte ich zur Geschichte der Funktechnik zu sagen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel und wir überlegen uns. Ein einfaches Modell, wie wir, wie wir verstehen können, wie elektromagnetische Wellen entstehen. Und die Geometrie, die wir hier haben, also die wir hier mit dem Sender haben, die ist fürchterlich kompliziert, mathematisch eben gar nicht einfach Hand zu haben, Und wir suchen uns eine einfache Geometrie. Und die einfachste Geometrie ist immer die eindimensionale Geometrie. Und genau das werden wir machen. Ja, also äh, schreiben wir als nächstes Kapitel ein einfacher Fall eines sich ausbreitenden Feldes. 13.2. 13, 13.2. Ein einfacher Fall eines sich Ausbreitenden Feldes. Hier werden wir dann sehen, wie die beiden Naturgesetze, also wie die beiden Maxwell'schen Gleichungen, wie die zusammenhelfen, dass sich also eine Welle, dass sich Energie von dieser, in dem Fall Antenne, ablöst und dann sich im Raum selbsttätig erhält. Also ganz, ganz raffinierte Geschichte ist ist die Physik, die damit verbunden ist. So, und wir wollen einen einfachen Fall haben. Kriegen wir auch. Und zwar, was wir uns vornehmen, ist folgendes. Ich ähm, hole mir dazu ein, eine Abbildung aus meinem Speicher. So, was wir hier haben, ist eine geladene Schicht. Was wir hier haben, ist eine geladene Schicht, und wir stellen uns vor unendlich ausgedehnt. Ja, Sie wissen schon, ja, und Sie kennen auch die Sie kennen auch die grundlegenden Eigenschaften von einem Feld, das verbunden ist mit so einer unendlichen Schicht. Ja, was wir da immer haben, sind dann homogene Felder, also Felder, die sich als Funktion des Abstandes in ihrer Richtung und Stärke nicht ändern. Also das ist schön einfach. Ja? Also hier haben wir eine geladene Schicht. Und äh, was wir uns vorstellen, ist, dass wir diese geladene Schicht zu einem Zeitpunkt t gleich 0 plötzlich in Bewegung setzen. Und danach ist die Geschwindigkeit wieder konstant. Ja? Also wir beschleunigen die plötzlich. Das bedeutet, dass wir dann ab diesem Zeitpunkt t 0 plötzlich die Stromdichte J haben. Hier, wir bewegen die nach oben, also in Y-Richtung haben wir also die Stromdichte J. Also wir haben einen Strom. Wir haben einen, beschleunigten, wir haben einen sich ändernden Strom. Und dass sich der Strom ändert, der ist entscheidend. Das geht vielleicht in dem, was ich im Folgenden erkläre, immer mal wieder so ein bisschen drittes in den Hintergrund. Aber ich hoffe, ich denke dran und äh, erwähne das an den entsprechenden Punkten nochmal, dass die Tatsache, dass die Geschwindigkeit sich geändert hat, dass wir eine Beschleunigung haben, dass die von entscheidender Bedeutung ist. So, die äh, Schicht ist geladen, deswegen gibt es. Äh, gibt es natürlich jetzt elektrische felder und magnetische felder elektrische felder weil die schicht geladen ist magnetische felder weil wir einen strom haben aber ich möchte die elektrischen felder mal loskriegen und deswegen stellen wir uns vor dass, diese, dass wir eine weitere geladene schicht haben die wir nicht beschleunigen die positiv ist, die gerade also die elektrischen Größen aus, äh, die, die elektrischen Felder dann kompensiert. Das klingt jetzt ein bisschen künstlich, ist es aber überhaupt nicht. Stellen Sie sich vor, diese äh, geladene Schicht wäre eine dünne Goldfolie, unendlich ausgedehnt, ja, und ich, und ich sorge dafür, dass da jetzt plötzlich ein Strom fließt. Ja? Dann haben Sie einen fließenden Strom, aber kein elektrisches Feld. Okay, also das nächste, was wir jetzt dann äh, machen würden, wäre, ähm, dass, wir, ähm, dass wir ausrechnen, wie groß das Magnetfeld ist. Ja? Und dazu hole ich mir ähm, eine zweite. Kann ich das noch verschieben? Ah, dazu hole ich mir eine zweite ähm, ähm, Abbildung, wo, äh, wo das ein bisschen ähm, aus einer anderen Perspektive gezeigt ist. Ja? Das ist also wie diese. Figur 1 ja, also das soll jetzt ich beschrifte die mal. Ja. Also das hier ist Figur 1. Das hier Figur 2 Und die Figur 2 ist identisch zur Figur 1, nur dass wir jetzt hier von da oben drauf schauen. Ja, also der Strom, der kommt auf uns zu, das ist also hier auch angedeutet, der Strom kommt auf uns zu. Und jetzt ist es natürlich ein einfaches Auszurechnen, wie groß das Magnetfeld ist. Ja? Also berechnen wir das Magnetfeld und dazu nehmen wir natürlich das Ampere-Gesetz ähm, und brauchen noch nicht mal den Verschiebungsstrom dazu. Also erstens berechne das Magnetfeld. Ampèresches Gesetz. Ja, ich habe die, äh, hab die Kurve entgegen des Uhrzeigersinns genommen. Sie sehen, dann haben wir die Fläche, die von dieser Kurve eingeschlossen wird. Die geht also auch nach außen, geht in dieselbe Richtung wie J. Ähm, also probieren wir das Ganze mal. Ähm, wir haben also dann hier auf der äh, linken Seite. Sie merken schon, ich weiß nie, wo links und rechts ist. Ich muss immer schauen, wo meine Uhr ist, dann weiß ich, dass da links ist. Ähm, also die linke Seite des Ampèreschen Gesetzes ähm, ja, und hier die rechte Seite, das wäre also der eingeschlossene Strom, also μ0 mal äh, hier das Integral über J dA und äh, was wir uns darunter vorstellen unter A und, äh, und die Integrationskurve hier auf der linken Seite, das habe ich gesagt. Ja. Ähm, und äh, ja, das rechnen wir also jetzt aus. Ähm, also, hier dieses Integral, die linke Seite, BdS, was da rauskommt, das ist äh, natürlich 2 mal L mal B. Sie sehen ja, dass, ähm, ja, also wenn das hier, warum schreibe ich hier klein, ich sollte Groß L schreiben. Mache ich das mal richtig hier. Ja. Groß L mal B. Also, Sie sehen, ähm, Nochmal, dass hier der, ähm, dass, äh, es muss hier was Positives rauskommen. Ja, das wissen wir von, äh, von der rechten Seite. Ich hatte ja gesagt, dass der Strom nach außen geht und dass dieses dA nach außen geht. Es muss also was Positives äh, rauskommen. Und deswegen weiß ich, dass ähm, hier das B-Feld parallel sein muss zu, ähm, äh, zum Integrationsweg. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich das Gleiche, deswegen also hier dieser Faktor 2. Ja? Und auf der anderen Seite rechne ich aus, ähm, wie das also auf der rechten Seite konkret ausschaut. Also, das hier war die Left-Hand-Side und jetzt kommt die Right-Hand-Side. Da habe ich also dann μ0 mal Stromdichte mal dA. Und äh, da kriege ich dann J mal L mal Epsilon 0 c Quadrat. Ja, Und wenn ich das Ganze dann kombiniere, dann äh, finde ich, dass äh, b gleich j durch 2y0c2 ist. Ja, das soll also die Gleichung. 1 sein. Gut. Wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann, ähm, ja, also wie das so ausschaut, dann äh, scheint uns klar zu sein, dass wir dieses Feld haben und dass das also im ganzen Raum ausgedehnt ist. Das kann nicht stimmen in diesem Fall. Und äh, warum kann es nicht stimmen? Erinnern Sie sich nochmal, wir haben gesagt, wir schalten das, den Strom beim Zeitpunkt t gleich 0 ein. Und vorher, gab es keinen Strom, deswegen auch kein Magnetfeld. Ja? Vorher, für t kleiner 0, ist der ganze Raumfeld frei, kein Magnetfeld. Jetzt schalte ich das ein und jetzt soll auf einmal der ganze Raum bis zur Andromeda-Galaxie erfüllt sein mit diesem Magnetfeld. Eine Nanosekunde später, nachdem ich das eingeschalten habe. Nee, das kann nicht sein. Ja? Also es muss wohl so sein, dass dieses Feld den Raum, also so langsam, äh, ja, langsam, ist ja relativ, ja, dass, das, äh, dass dieser Strom den Raum nach und nach mit Magnetfeld füllt, dass es eine Front gibt, bis zu der das Magnetfeld vorangekommen ist und dann immer weiter geht. Ja, wir haben natürlich schon eine Idee, es ja, wird sich wohl schon mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, das Magnetfeld aber im augenblick wissen wir es noch nicht. deswegen sagen wir es breitet sich mit v aus. Ja? okay. also wir haben also ein magnetfeld das sich mit der, das eine front hier nach außen schickt. Ja, also ähm, hier eine front von ein magnetfeld geht hier äh, schreitet hier voran. Ähm, zu verschiedenen zeiten wissen wir also dass dann das magnetfeld also so ausschaut. Aber es gibt eine Front und äh, jenseits dieser Front ist das Magnetfeld gleich Null. Ja? Sobald Sie eine konstante Geschwindigkeit haben, also im strengen Sinn konstant, ja, konstant bedeutet ja konstant für alle Zeiten, ist, das, äh, ist der ganze Raum gleichmäßig gefüllt. Erst wenn Sie dann was ändern am Strom, Ändert sich das Magnetfeld und Sie haben dann eine Front, die voranschreitet. Mit einer gewissen Geschwindigkeit V, von der wir vermuten, dass es die Lichtgeschwindigkeit ist. Ja. Okay, jetzt haben wir also eine Front von Magnetfeld, die voranschreitet. Das bedeutet, wenn wir uns dann ähm, so ein Stück Raum anschauen, ja, durch den die, das Magnetfeld gerade geht, ja, also wir denken uns da eine Schleife irgendwo im Raum und plötzlich wischt da die front drüber dann bedeutet es impliziert das ganze dass der magnetische fluss durch diese schleife die wir uns da gedacht haben sich ändert und entsprechend ein elektrisches feld induziert wird ich habe eine, 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 eine zeichnung dazu an der das ganze, dann auch ausrechenbar ist. Max, jetzt. Ja, die sehe hier. Ja. Wir schauen das Ganze jetzt wieder von einer leicht anderen Perspektive an. Ja, die Y-Achse, die, die geht jetzt nach oben. So, ich, ja, also wir sehen das Ganze hier nochmal. Äh, hier ging die Y-Achse, hier ging die Y-Achse äh, nach, nach außen. Ja, also unter Strom, der kam hier aus der Zeichenebene heraus. Jetzt schaue ich das Ganze anders an. Da geht der Strom nach oben und ich schaue auf das Magnetfeld von da unten drauf. Ja, ähm, und sehe also, dass es hier auf der linken Seite diese, ähm, dieser Fläche nach außen kommt und hier nach innen kommt. Und hier sehen Sie auch die Front, mit der das voranschreitet. Und wenn die Geschwindigkeit von dieser Welle, also von dieser Front, wenn die V ist, ja, dann ist das Ganze also V mal T vorangeschritten. Und hier sehen Sie also die Schleife, von der ich gesprochen habe. Und in der ändert sich in der Zeit Delta T der, der magnetische Fluss. Ja. Und dann nehmen wir das Faraday-Gesetz und rechnen aus, was das elektrische Feld ist. Das tun wir jetzt. Ja? Also, zweitens. Zweitens berechne das E-Feld mit Faraday. Und äh, da nehmen wir also die, ähm, die Left Hand Side. Ja? Also, da hätten wir also dann hier dieses Integral. Ja, ich gehe äh, geh wieder entgegen des Uhrzeigersinns. Ähm, EDS, das ist dann E mal L. Ja? Sie sehen, ähm, Sie sehen zu, äh, hier ist das Ganze noch nicht voran, also soweit ja, also hier ist, ist noch kein Magnetfeld, also kann da auch kein elektrisches Feld sein. Woher soll es denn kommen? Ja, ähm, also es kann nur dieser Beitrag was liefern, die hier sowieso nicht, weil äh, da steht äh, das DS senkrecht. Ähm, ähm, ja, da passt das DS nicht zum E-Feld. Ja? Also äh, wird man sehen, dass das da senkrecht äh, draufsteht. Ähm, dann können wir also den magnetischen Fluss aus äh, den, ja, den magnetischen Fluss ausrechnen. Also die Right-Hand-Side äh, wollen wir jetzt hier behandeln. Ähm, und was wir da ausrechnen müssen, hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Ähm, dann hätte ich mich mit der Argumentation für die Richtung des E-Feldes auch ein bisschen leichter getan. Ähm, Sie sehen also, dass sich das B-Feld, dass sich das ändert. Ähm, und ähm, in der Zeit delta t ändert sich also der magnetische Fluss ähm, dann ähm, in dieser Weise, wie ich es hier gerade anschreibe. Und was wir dann kriegen ist minus b mal v mal dt mal l. Und wenn ich das Ganze zusammennehme, dann kriege ich e mal l ist plus b mal v mal l. Und daraus finden wir, dass E gleich B mal V ist. Wunderbar. Ja? Also haben wir jetzt das elektrische Feld ähm, gefunden. Und ähm, jetzt fehlt uns noch eine Gleichung, die wir noch nicht verwendet haben. Wir haben das Ampèresche Gesetz verwendet, um überhaupt mal auszurechnen, wie groß das Magnetfeld ist. Ja? Ich habe jetzt hier nicht diskutiert, dass alles konsistent bleibt, wenn wir dann. Das, wenn wir dann den Verschiebungsstrom mit hinzunehmen, das können Sie dann im Skript nachlesen, das ist also nur ein Detail. Aber was wir bisher noch nicht benutzt haben, ist das Ampereische Gesetz angewandt auf die Situation hier, wo ich keinen Strom mehr habe. Also Ampere ohne Ampere, aber jetzt mit Maxwell. Also das amperische äh, Gesetz mit dem Verschiebungsstrom. Und das wollen wir als nächstes ähm, anwenden. Aber zuvor wollen wir uns noch ein Bild hier holen, noch eine Abbildung äh, anschauen, wie das elektrische Feld ausschaut. Ja? Und äh, tatsächlich zeige ich Ihnen gleich zwei. Ja? Also wir haben einerseits... Jetzt zeigt, jetzt habe ich wieder dieselbe Ansicht, dieselbe Perspektive wie am Anfang. Also, Sie sehen, dass der Strom nach oben geht in Y-Richtung. Wir haben gesehen, wie das B-Feld ausschaut und jetzt haben wir also das elektrische Feld ausgerechnet. Wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass das senkrecht auf dem B-Feld steht, so wie hier eingezeichnet und interessanterweise. In beiden, auf beiden Seiten äh, dieser, dieser Fläche zeigt es in dieselbe Richtung im Gegensatz zum B-Feld. Ja? Das ist also richtig so, wie es hier eingezeichnet ist. Wir wollen das Max äh, das Amperegesetz mit dem Maxwellschen Verschiebungsstrom anschauen. Ähm, dazu brauchen wir also die entsprechende Figur nur jetzt mit dem E-Feld. Und auch das habe ich vorbereitet. Oh. Ja, ja. Ich denke an die Pause. Ich weiß, das hier ist abgestürzt, aber es kommt wieder. Ja. Also Sie sehen, dass ich jetzt hier das, das elektrische Feld habe, das also auf beiden Seiten nach innen geht. Und wir rechnen also schnell aus, was aus Ampere-Maxwell hier herauskommt. Also drittens ähm, Ampere Maxwell. Ähm, wir sehen, dass der Strom im Integrationsgebiet der ist gleich null. Also brauchen wir am, den amperischen Teil gar nicht äh, berücksichtigen. Strom im Integrationsgebiet. Der ist gleich 0. Ja, also das Integrationsgebiet, das ist also naja, äh, dieser orangene Rahmen. Ähm, und äh, wir nehmen also das amperische äh, Amp äh, Amp Gesetz. Wir haben also c -Quadrat und dann das Integral über das, eine geschlossene Kurve im B-Feld. Das, das ist gleich die zeitliche Ableitung des elektrischen Flusses. Ja, und äh, die Konstante die habe ich jetzt auf die andere Seite gebracht also haben wir hier EDA und wenn wir die beiden ausrechnen dann kriegen wir hier minus c Quadrat mal b mal l heraus und auf der anderen Seite da kriegen wir raus minus e mal l mal v mal dt und äh, Da bin ich jetzt kurz verwirrt. Ich schaue mir das in der Pause nochmal an. Wir sind unter Zeitdruck. Also, was da rauskommt, wenn ich es richtig mache, ist C ist E mal V. Und diese beiden Gleichungen jetzt, also diese Gleichung und diese Gleichung zusammen, die müssen beide erfüllt sein. Und die können nur dann erfüllt sein, wenn V gleich c ist. Also aus diesen beiden Gleichungen folgt, dass, ja, ich schreibe das in blau hin, daraus folgt, dass V gleich c ist. Also hier haben wir herausgefunden, dass dass V gleich C ist. Wir haben also jetzt tatsächlich gesehen, dass wir einen Puls äh, nee, dass wir eine Front erzeugen können ähm, aus einem E-Feld und einem B-Feld. Und was man als nächstes machen kann, ist, dass man sagt: Naja, jetzt schalten wir den Strom wieder aus, dann ändert sich wieder was. Ähm, und statt ausschalten kann man auch sagen: Wir machen einen zweiten Puls, der in die entgegengesetzte Richtung geht. Also wir schalten die Richtung des Stromes um und überlagern das mit dem ersten und so können wir dann einen Puls äh, erzeugen, so einen Rechteckpuls, puls der sich in Raum und Zeit ausbreitet. Das ist also eine elektromagnetische Welle, die wir uns hier hergeleitet haben. Ja, Im Skript, da ist das also noch ein bisschen ausführlicher hergeleitet. Und äh, wie gesagt, ich bin schon, oder wie Sie gehört haben, ich bin schon ermahnt worden, dass wir... Langsam an die Pause denken sollten. Wir haben wieder ein kleines Filmchen mitgebracht. Wir haben was Neues hier in Jena seit, seit einem guten Jahr, reichlich einem Jahr. Das ist die Max-Planck School of Photonics und die wollen wir heute vorstellen. Das ist also eine Zusammenarbeit von Jena mit mehreren anderen Hochschulstandorten, renommierten Hochschulstandorten. Ähm, Karlsruhe, Göttingen, Hamburg, München und so weiter. Ähm, aber das Ganze wird aus Jena organisiert. Herr Tünnermann, mein Kollege Tünnermann, ähm, ist da äh, zusammen mit Herrn Leux aus Erlangen ähm, führend. Äh, der, die leiten diese Max Planck School of Photonics. Und äh, das ist eine großartige Chance äh, für Jena, aber auch für einige von Ihnen. Äh, schauen wir uns das Ganze an und machen nach der Pause. Mit the Experimental Physik 2 weiter. So you love physics? You want to become a researcher in a prestigious scientific field or pursue a career in industry? Then let me tell you why photonics is just the right choice for you. Photonics is the science of light. It deals with generating, manipulating, and detecting photons. It is a key technology that is behind many of the innovations that have shaped and changed our society in the last decades. Let me just give you a few examples of research topics which are currently at the focus of photonics. Future computing devices, be it the infamous quantum computers or even classical computing devices empowered by photonic circuitry have already given us a new perspective onto the power and versatility of computation in the future and also a new perspective onto the power of light if it is employed in nanophotonic circuitry. Metamaterials are another interesting example of how fundamental science and application goes hand to hand in photonics. Metamaterials are patterned at a scale below the wavelength of light and to a certain extent they can behave like artificial materials with properties that are not found in natural materials anywhere in the world ultrafast lasers which operate on the femtosecond or even attosecond timescale allow us to get an insight into very fast processes in nature in real time among these are chemical reactions so with the help of photonics we are now able to monitor and image chemical reactions in real time and in the future we hope that we will be able to manipulate these chemical reactions even as we speak solar cells create a large part of the electric energy that we use in our society photonics aims to improve these solar cells and does so by for example using concepts such as bandgap engineering and nanophotonic uh, coatings to enhance the efficiency of solar cells so did i get you interested i certainly hope so and if i did you should consider the following program as one of your top choices for your future career in science, technology, and innovation. The Max Planck School of Photonics is an interdisciplinary, two phase PhD program for excellent physics and engineering students starting from bachelor level. What's so special about us? At first, our network of excellence. Our school consists of 48 fellows working at 16 universities and research institutes located all over Germany. Thus, the school's faculty unites all excellent scientists and their research expertise throughout Germany. Try to find this in one single location. If we combine the research activities of all our fellows, we even surpass the Ivy League. Amongst our fellows, we have winners of the Nobel Prize, Otto Hahn Prize, the German Zuckens Prize, and many more. By joining our school, you'll have access to these brilliant scientists and their highly renowned research institutions. The fellows train you during your two-year study phase and offer scientific exchange and supervision for your PhD project in the three-year research phase. At any time during the program, you can focus completely on your training. Since we support you with generous scholarships and positions, Choose between three locations for your study phase and get your integrated master's degree in an inspiring, international atmosphere. To prepare you for your career as a photonic innovator, our school offers cross-locational teaching. With innovative concepts in digital teaching, we constantly train and interconnect our network. During our annual events and summer schools, we foster scientific exchange and technical skills. Become part of Germany's leading international photonics education program with full financial support for graduate and doctoral students. We have no tuition fees and all of our courses are taught in English. We offer a network of excellence with world-renowned fellows. In our school, you'll find exclusive career opportunities in Germany's photonics academia and industry. So, if you have a passion for science as we do, don't miss our next application phase starting this autumn and join the Max Planck School of Photonics. To learn more about our program, please visit www.photonics.school. Ja, wunderbar. Sie haben bestimmt noch ein Jahr Zeit, ja, bevor Sie, bevor Sie äh, das äh, wirklich interessiert. Aber das äh, zu wissen, äh, dass es das hier existiert, es gibt ja auch die Lichtwerkstatt und äh, jede Menge andere Dinge, die Sie jetzt schon äh, interessieren könnten. Ähm, also äh, ich denke, das ist äh, nützliche Information hier. Machen wir weiter. Ähm, tatsächlich möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was ich äh, vorhin hatte, äh, auch den, äh, ja, den kleinen Lapsus hier korrigieren, wo ich mich äh, kurz nicht mehr sicher fühlte. Ähm, da hier äh, der Fehler, der ist hier an dieser Klammer. Ja, also, was ich hier hätte machen sollen, das hier. Ja, also damit ist das Ganze dann korrigiert. Ähm, ja, ich hatte von ausbreitenden Wellen gesprochen und ich habe äh, jetzt hier diese Grafik. Äh noch dazu genommen. Was wir hier haben, wenn Sie also hier anschauen, also die, das B-Feld äh, auftragen und wir, ja, die Z-Komponente tragen wir da auf und äh, die Y-Komponente vom E-Feld, ja, äh, das ist ja auch tatsächlich das, was wir hier haben. Ja, also B-Feld, das geht in die Z-Komponente, vielleicht auch Minus-Z-Komponente und das E-Feld geht in Minus die Y-Komponente. Genau das habe ich angezeigt, äh, gezeichnet, ja, und nach einer Zeit, T1, da wird diese Front eben so weit gekommen sein, wie hier eingezeichnet, C mal T1, so weit wird die gekommen sein. Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir den Strom, dass wir einfach ein zweites Feld überlagern, indem wir den Strom in die andere Richtung ähm, gehen lassen. Ja, dann haben wir eine zweite Front. Können wir vollkommen separat behandeln? Es gilt ja das Superpositionsprinzip. Und wenn ich die beiden zusammenzähle, wenn ich die beiden addiere, dann kriege ich so einen Puls. Und dieser Puls, der breitet sich in Raum und Zeit aus. Schaut überhaupt nicht aus wie eine Welle, ist aber eine Welle. Ja, eine Welle ist eben für uns immer noch so was, ähm, zumindest umgangssprachlich, aber physikalisch gesehen, ist dieser Puls eben auch eine Welle. Das ist eine Störung, die sich in Raum und Zeit ausbreitet. Und Sie könnten natürlich hergehen und könnten sagen, okay, ich kann ja auch ähm, den Strom sinusförmig in meiner Schicht fließen lassen. Ja, dann werden Sie dann äh, auch eine Sinus, also eine Welle im engeren Sinn ähm, erhalten können. Gut, ähm, das soll dieses, äh, dieses Unterkapitel abschließen. Sie haben jetzt gelernt, tatsächlich... Wie sich durch die Kombination des amperischen und des Faradayschen Gesetzes, wie man also wirklich Schritt für Schritt ausrechnen kann, wie so eine Welle entsteht. Für eine einfache Geometrie, für eine komplizierte Geometrie ist nur die Mathematik komplizierter, die Physik bleibt dieselbe. Ja. Nächstes Kapitel: Wir wollen uns um den Pointing-Vektor kümmern. Der Pointing-Vektor, der beschreibt, wie viel Energie. Mit dieser elektromagnetischen Welle verbunden ist. Wenn Sie sich das anschauen, Sie haben, ja ein, äh, Sie haben ja hier ein elektrisches und ein magnetisches Feld. Wir wissen, dass beide Energie, eine Energiedichte haben. Wenn Sie ein magnetisches Feld im Raum haben, dann können Sie also jedem Kubikmeter können Sie eine bestimmte Energie zuordnen. Magnetische Energie und dasselbe für die elektrische Energie. Erinnern Sie sich, wie viel das war? wie die Formel dafür ausschaut. Energiedichte, ein klein W habe ich da. Oder stellen Sie sich vor, welches Experiment haben wir dafür gemacht? Ja, es war nur ein Gedankenexperiment. Ja, das Gedankenexperiment, das ich dazu gemacht habe, war, dass wir diesen Plattenkondensator nehmen, ja, den schönen Messingen äh, Plattenkondensator, und dass ich ein Elektron nehme, der ist erst umgeladen, ja, ein Elektron nehme von der einen Platte und es zur anderen Platte rübertrage. Ja. Und dann wird das Feld immer größer. Die Arbeit, die ich dafür aus, äh, aufwenden muss, die wird immer mehr, weil die Kraft immer größer wird. Ja, Sie sehen, ich muss integrieren und da kommt ein halb. Epsilon 0 mal e Quadrat raus oder ein halb e mal d. Und für das Magnetfeld, da ist es genauso, beziehungsweise analog. Die Energiedichte für das Magnetfeld ist ein halb b mal h. So hatten wir das in früheren Kapiteln gesehen. Und jetzt habe ich hier ein e-Feld und ein b-Feld, das sich im Raum ausbreitet, also dieser Puls. Ja, da kann ich also anschauen, also in diesem Volumen, wo es diesen Puls gibt, da weiß ich die Feldenergie. Und die will ich mir jetzt einfach mal hinschreiben. Also äh, Kapitel 13.3, der Pointing-Vektor. Es war nämlich der Herr Pointing, ein Schüler von Maxwell, der ähm, neben anderen Dingen, also diesen Pointing-Vektor eingeführt hat. 13.3, wie gesagt, der Pointing-Vektor. poynting vektor, Pointing -Vektor. Und wir betrachten den eben für unser Beispiel. Also erstens, betrachte die Energiedichte für obige Situation. Die Energiedichte des magnetischen und elektrischen Feldes. Für obiges Beispiel. Ja, oder obiges, das war kein Beispiel, sondern für obige... Schreiben wir Beispiel, ist ja egal. Jeder weiß, was gemeint ist. Ja, also ähm, die Energiedichte des elektrischen Feldes, die wäre w elektrisch gleich ein halb ED. Und das kann ich schreiben als ein halb Epsilon 0 mal e Quadrat, zumindest im Vakuum. Ja, dann die Energiedichte des magnetischen Feldes. Da haben wir gesagt, w magnetisch ist ebenfalls ein halb, aber jetzt b mal h natürlich. Und das forme ich ein bisschen um. Ähm, da schreibe ich jetzt hier zunächst ein halb 2, also ein halb 0 und dann b quadrat. Und jetzt ersetze ich das b durch, durch eine Beziehung, die ich da oben gesehen habe. Die ersetze ich jetzt durch ein e-Feld. Wir wissen inzwischen, dass, c, dass, das, dass das v gleich c ist. Also ähm, ersetze ich hier das b durch das elektrische Feld und was ich dann kriege, ist, ja, was ich dann kriege ist ein halb μ0, das bleibt äh, zunächst mal stehen, und dann habe ich e2 durch c2. Und nun nutze ich, dass 1 durch c2 0 mal μ0 ist. Ja? Also nun nutze ich, dass 1 durch c2 gleich ε0. Mal μ0 ist. Das haben wir ja herausgefunden, wie wir die Wellengleichung hergeleitet haben. Also sehe ich, dass ich hier 1 durch 2 μ0 und jetzt habe ich hier eben μ0 mal epsilon 0 mal e2. Und äh, Sie sehen natürlich sofort, dass, ähm, dass die beiden hier, also die Energiedichte des elektrischen Felses und die des magnetischen Felses, dass die gleich groß ist. Ja, also insgesamt habe, ich, insgesamt habe ich W ist die Energiedichte, die gesamte Energiedichte ist natürlich die Summe der Energiedichten des elektrischen und magnetischen Feldes, also kriege ich hier Epsilon 0 mal E Quadrat. Und dann kann ich mir noch die Richtung überlegen, ja, die Richtung, die, das Magnetfeld und das elektrische Feld, die breiten sich in hier in X-Richtung aus. Oder schauen wir es da oben nochmal an. Die breitet diese Welle, diese Störung, die breitet sich in X-Richtung aus. Die steht also senkrecht auf dem E-Feld und dem B-Feld. Ja, also die Richtung, ich... Äh, kann das hier nur motivieren. Also, ich sage, die Vermutung wäre also dann, dass wir, ähm, dass wir als Richtung, äh, die, ähm, ja, also naja, also hier ist es mehr als eine Vermutung. Moment. Ja, die Richtung, äh, die steht senkrecht auf E und B. Ja? Und wenn wir jetzt diesen Energiefluss, wenn wir den mit S bezeichnen, ja, also sei, sei S, die Energieflussdichte, ja, Energiefluss bedeutet also Joule pro Sekunde und Dichte bedeutet Pro Quadratmeter jetzt noch. Ja, also, wir haben Joule pro Sekunde pro Quadratmeter. Das heißt also, Joule pro Sekunde ist Watt. Wir haben Watt pro Quadratmeter. Kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, das ist die Intensität. Ja, also, gleich Intensität. Zumindest der landläufige Begriff von Intensität. Die Radiometrie versteht unter Intensität was anderes. Äh, hier nur als Seitenbemerkung. Also, die Vermutung ist dann, ja, wenn S senkrecht auf den beiden stehen soll, dass wir hier das Kreuzprodukt nehmen sollten, also dass wir 1 durch 0 mal E kreuz B haben. Ja? Und dieses S, das ist der Pointing-Vektor. Also S ist der Pointing-Vektor. Den haben wir also hier schön illustriert an diesem Beispiel. Wir sehen das also unmittelbar, wie dieser Pointing-Vektor zustande kommt. Ich kann auch ein paar weitere Beispiele zeigen, die ich mir als Skizze vorbereitet habe. Nämlich eine klassische elektromagnetische Welle, so wie man sich die vielleicht vorstellt, eben als sinusartige Schwingung und wir haben also hier ein elektrisches feld und senkrecht dazu wie sie es gehört das magnetische feld. und wenn sie jetzt e kreuz b nehmen dann sehen sie dann kriegen sie tatsächlich den fluss, den energiefluss, die energieflussdichte genauer gesagt in diese richtung. Der, den Pointing-Vektor kann man übrigens nicht nur für, für elektromagnetische Wellen anwenden, sondern wir können den auch für uns vertraute oder länger vertraute Situationen anwenden, wie zum Beispiel einen einfachen Schaltkreis. Und da habe ich eine sehr schöne Zeichnung gefunden im Internet äh, auf Wikipedia. Ja, also was hier gemacht ist, ist einfach eine Batterie. Man nimmt eine Batterie und hat dann Widerstand. Und, äh, und eben einen entsprechenden Stromkreis. Dann wissen wir, dass der Strom so fließt. Damit wissen wir auch, wie das Magnetfeld, das sind diese grünen Pfeile, wie das, äh, wie das läuft. Ja? Äh, Örstedt-Versuch, erinnern Sie sich, hier läuft es dann andersrum. Ja? Ähm, außerdem, wenn wir hier einen Widerstand haben, dann haben wir natürlich ein elektrisches Feld zwischen den beiden. Das ist hier so dipolartig angezeichnet. Ja? dann sehen Sie also, dass tatsächlich die Energie von, äh, von der Batterie zum Widerstand fließt. Und man kann sogar noch weitergehen. Die Batterie hat da oben einen Pluspol, da unten den Minuspol. Also ist das elektrische Feld in der Batterie so gerichtet. Ja, es fließt ein Strom. Der Strom fließt also in diese Richtung. Also ist das Magnetfeld so gerichtet. Wenn Sie E Kreuz B nehmen, dann sehen Sie, dass Energie aus der Batterie rausfließt. Ja, also wirklich hübsch. Und genauso sehen Sie, dass es hier die Energie in den Widerstand reinfließt. Ja, also äh, ich glaube, schöner kann man diesen äh, Pointing-Vektor nicht zeigen. Und äh, es ist hier auch wunderhübsch äh, äh, illustriert. Also eine sehr schöne Illustration von der ganzen Geschichte. Nächster Punkt. Äh, und ähm, das ist der eigentliche Grund, warum ich den Pointing-Vektor hier behandelt habe. Der nächste Punkt äh, ist, dass, ähm, ist die, Lar die Larmor-Formel. Ja? Also die Larmor-Formel, ähm, die, ähm, die, das ist das Kapitel hier äh, 13.4. Die Larmor-Formel, die beschreibt. Wie viel Strahlung abgestrahlt wird von einer beschleunigten Ladung. Wir haben gesehen, dass die Beschleunigung, dass die Änderung der Geschwindigkeit entscheidend ist. Und ähm, in der Larmor-Formel, da, ähm, da wird das Ganze also explizit ähm, beschrieben. Also, die Larmor-Formel, die sagt, wie viel Leistung von einer beschleunigten Ladung abgestrahlt wird. Und ich schreibe jetzt hier nur das Ergebnis hin. Also, die abgestrahlte Leistung nach der, nach Larmor, die ist war übrigens auch ein berühmter Mann, ja, also äh, Larmor, äh, kaum bekannt, äh, welchen Anteil der an der Entwicklung der Relativitätstheorie zum Beispiel hatte. Er ja, hat also ungefähr gleichzeitig mit Lorenz die Lorenz-Transformation ähm, entdeckt. Äh, und noch ein paar so andere Dinge. Ähm, also das hier ist die Formel. Ja, Sie sehen also wie modern, die, ähm, wie modern die Elektrodynamik ist. Also die ganzen Größen hier in der Elektrodynamik. Die sind dann auch Größen gewesen in der Relativitätstheorie und in der modernen Physik. Nur Maxwell nicht, weil er zu früh gestorben ist und Herz eben auch nicht. Aber Herz immerhin hat, war einer der Wegbereiter der Quantenmechanik. So, das ist diese Formel. Ich leite sie ausnahmsweise nicht her. Ich hasse das, wenn ich hier was bringe, was ich nicht herleite, aber im Skript finden Sie es. Also im Skript finden Sie eine schöne elementare Herleitung. Ich glaube noch nicht in der aktuellen Version des Skripts, das auf Moodle steht, aber eine neue Version auf Moodle gibt es demnächst, wenn ich noch ein paar so andere kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt habe. Was ich hier an dieser Formel sehen ist, dass die abgestrahlte Leistung meinetwegen eines Dipols. Ja, was hier passiert, ist, dass ja da Ladung drin schwingt, also beschleunigt wird, dass die abgestrahlte Leistung, dass die proportional ist zum Quadrat der Beschleunigung. Ganz wichtiges Ergebnis. Und zwar wichtig in, in mehrerer Hinsicht. Es bedeutet nämlich zum Beispiel auch, wenn die Ladung auf Sie zuschwingt, ja, dann sehen Sie keine Beschleunigung. Dann wird da auch nichts abgestrahlt. Während wenn die Ladung also so schwingt, also senkt, und Sie betrachten das also aus senkrechter Richtung, dann wird es maximum abgestrahlt. Es gibt so eine... Ähm, eine typische Dipolcharakteristik der Abstrahlung, also das Ganze schaut dann schaut dann so aus, um das mal hier auf der, ja, also hier sehen Sie den Herrn Larmor zunächst und wie ich das herleite, da gibt es eine kleine Skizze. Also was man sich vorstellt, ist, dass man eine Ladung hat, so wie es hier gezeigt ist. Vielleicht finde ich mein, mein Pointer, mein Ding da, ja. Kann ich kurz zeigen? Also was die Idee ist zumindest will ich zeigen von der Herleitung. Ja. Also wir fangen an mit wir fangen an. Der mag wieder nicht richtig. Ah ja jetzt. Also wir fangen an mit einer Ladung, die sitzt hier einfach eine Punktladung und die hat ein elektrisches Feld, wie wir es aus dem Kolo-Gesetz kennen. Ja. Und dann machen wir dasselbe, wie wir vorhin mit der Schicht gemacht haben. Wir bewegen die Ladung kurz. Ja. So dass er also eine gewisse Geschwindigkeit hat, infinitesimale Geschwindigkeit hat, ja, und dann eben da verrückt ist. Und damit, wenn Sie dann zu einer späteren Zeit schauen, dann ist natürlich, hat sich am Feld da außen nichts geändert, weil die Lichtgeschwindigkeit noch gar nicht gereicht hat, um da außen was zu ändern. Ja, innerhalb dieses Kreises haben Sie schon eine neue Feldkonstellation. Ja, die alte, die sehen Sie hier noch durch diese blassen Linien angedeutet. Und am Übergangsbereich, da muss das irgendwie stetig sein. Und deswegen sehen Sie, dass Sie hier eine Feldkomponente haben, die tangential ist und die zeitabhängig ist. Und das ist der elektromagnetische ähm, der Puls. Und den können wir also ausrechnen. Die Leistung, die da drin steckt und was da rauskommt, ist also diese Formel, die ich angeschrieben habe. Ja? Und die Charakteristik, also wie das ausschaut. Also wenn Sie hier eine Ladung haben, die sich da so sinusartig bewegen würde, auf und ab, ja, und Sie schauen da in Richtung dieser, dieses Stabes, dann würden Sie, würden Sie nichts sehen. Ja, und wenn Sie senkrecht dazu schauen, dann sehen Sie es Maximale ja, Und es hat also so eine Sinusquadratabhängigkeit. Aber das Wichtige nochmal, die Leistung ist proportional zur, ähm, zum Quadrat der Beschleunigung. Und das ist die Erklärung für, für das Himmelsblau. Das möchte ich Ihnen als nächstes zeigen. Das geht also auf, ähm, auf John W. Strutt, der dritte Baron von Rayleigh. Ja, Sie sehen, das war ein, ein adeliger äh, Rayleigh, ein ganz bedeutender Physiker. Ähm, und auf Tyndall. Der, war, der kam von der anderen Seite der, der Klassengesellschaft. Ja. Der äh, war der Sohn eines, äh, ich glaube, kleinen Polizeibeamten und hat sich mühsam hocharbeiten müssen, und zwar in Deutschland. Äh, in, äh, in England hätte er keine Universitätszulassung erhalten. Das war ein ganz bedeutender Mann. Ähm, der, also die Rayleigh-Streuung oder Tyndall-Streuung, äh, ja, von Tyndall-Streuung spricht man, wenn die Streukörper ein bisschen größer sind. Also, das ist das Typische, was Sie sehen, ähm, wenn Licht äh, durch ein Fensterspalt äh, eintritt und der Raum ist ein bisschen staubig, dann sehen Sie den Staub. Das ist also das, was man Tyndall-Streuung nennt. Aber der Tyndall war auch derjenige, der die Treibhausgase entdeckt hat. Ja, der war ein begeisterter Kletterer hat also eine Erstbesteigung, ich glaube, des Weißhorns äh, gemacht, hat da die Gletscher gesehen und hat sich die entsprechenden Fragen gestellt, nämlich äh, nach dem Treibhauseffekt und hat also dann diese ganz bedeutenden Versuche gemacht und äh, viele weitere. Gut, wir wollen das zeigen hier. Was wir hier haben, äh, ist einfach Wasser, einfach ein Wassertank. Ja, und... Ähm, wir werden wahrscheinlich das Licht so ein bisschen äh, dunkel machen müssen. Ja, das Wasser, das, ist, äh, das kommt Ihnen relativ klar vor, aber so klar ist es auch wieder nicht. Ähm, was Sie hier sehen, also da müssen wir dann äh, drauf schauen mit der Kamera. Ja, also, was Sie hier sehen, ist äh, der Lichtstrahl, der hier durchgeht. Und jetzt überlegen Sie sich, was da passiert. Diese, dieser Dreck, der da im Wasser ist, der streut das Licht. Ja, und das Licht, das hier reinkommt, das ist polarisiert in alle Richtungen. Ja, das ist so polarisiert, so polarisiert, so polarisiert. Also in alle Richtungen ist es polarisiert. Und, äh, aber ich kann hergehen mit so einem Polarisator und kann es polarisieren, so wie ich will. Ja, also wenn äh, ich den so reinhalte, dann ist das Licht nur noch so polarisiert. Ja, also senkrecht polarisiert. Also ich halte das hier rein. Ja, und sie sehen also diesen strahl jetzt ein bisschen schwächer weil das licht weniger geworden ist es bleibt also was hängen hier äh, in ja also ist nur sehr schwach zu sehen war vorhin besser zu sehen irgendwie ähm, ja, so ist es besser zu sehen ähm, und jetzt wenn ich den äh, waagrecht drehe dann sehen sie dass dieser lichtstrahl der da drin war dass der verschwindet sehen sie das Sie sehen ganz schwach und er verschwindet jetzt. Also, jetzt bin ich waagrecht polarisiert. Das heißt also, das elektrische Feld schwingt so und Sie schauen senkrecht drauf. Also, Sie schauen Richtung Beschleunigung und es wird nichts mehr gestreut. Und das nächste Mal werde ich Ihnen einen Film zeigen, wo wir das Ganze im Röntgenbereich machen und damit polarisiertes Licht herstellen. Ganz aufregende Forschung, die wir, äh, die wir hier machen. Ähm, Selber Effekt. So, jetzt wollen wir aber, das ist hier noch mehr oder weniger Reli-Streuung, Jetzt wollen wir Tündal-Streuung machen, indem wir, indem wir da, da was rein tun. Ja? Und ähm, überlegen Sie sich jetzt. Ähm, wir haben gesagt, die, ähm, die gestreute Lichtleistung, also das, was wir hier beobachten, dass das proportional ist zur Beschleunigung zum Quadrat. Wenn Sie jetzt hier eine sinusartig oszillierende Schwingung äh, sich vorstellen, dann müssen Sie, dann haben Sie x ist gleich Amplitude mal Sinus Omega t. Jetzt rechnen Sie die Geschwindigkeit und dann die Beschleunigung aus. Dann müssen Sie nachdifferenzieren und nochmal nachdifferenzieren. Kriegen Sie also Omega. Und nochmal Omega für die Beschleunigung. Also Omega Quadrat. Aber die Beschleunigung muss quadriert werden. Also kriegen Sie Omega hoch 4. Also die, die gestreute Leistung, also die, das gestreute Licht, wird, erwarten wir, mit der vierten Potenz der Frequenz hochgehen. Vierte Kom äh Potenz, das kommt selten vor in der Physik. Aber hier kommt es eben vor. Also wir tun da ein bisschen Milch rein, damit die Streuung größer wird. Sie haben da gesehen, dass das Ganze mit der Zahl der Ladungen auch mit einer gewissen Potenz geht. Also da wird ein bisschen Milch kommt da rein und dann wird da umgerührt und dann sehen Sie natürlich, dass da mehr gestreut wird, ja? Und Sie sehen, dass das so bläulich ausschaut. Das blaue Licht hat eine höhere Frequenz, fast doppelt so hoch wie das rote Licht. Hat eine höhere Frequenz, doppelt so hoch. Also zur vierten Potenz, das gibt dann wird 16-mal stärker gestreut. Genauso ist es am Himmel. Das Licht, das da von der Sonne eintritt, das was also gestreut wird, das ist das, was wir sehen dann. Ähm, es sei denn, wir schauen direkt in die Sonne, also wenn wir in den Himmel schauen, dann sehen wir also nur das gestreute Sonnenlicht und da sehen wir meistens blau. Ja? Auf der anderen Seite, äh, nicht ausschalten, ist von alleine ausgegangen. Auf der anderen Seite, wenn wir hier das blaue Licht rausstreuen und schauen uns dann das äh, an, was übrig geblieben ist, ja, dann bleibt natürlich nur das rote Licht übrig, also haben wir gleichzeitig das Abendrot. Oder das Morgenrot erklärt. Ja, also, Sie müssen sich vorstellen: so Abendrot, da kommt die Sonne ähm, durch, äh, muss durch viel Atmosphäre gehen, ja, und bis das Licht dann zu Ihnen kommt, ist das ganze blaue Licht rausgestreut und Sie sehen die Sonne rot. Ja, und wenn da noch ein paar Wolken dazwischen sind, dann wird noch mehr rausgestreut, dann sehen Sie die Sonne noch röter. Also, das ist. Äh, Ah ja. ja, Sie sehen also, dass es da hinten so ein bisschen rötlich geworden ist. Das ist ein relativ dreckiges Rot, das wir da kriegen. Das ist also, wir tun ein bisschen mehr rein, ja, dann wird es also ein bisschen röter und äh, ja, muss gleichmäßig verteilt werden. War vielleicht ein bisschen zu viel, oder? <laughs> oder wir müssen das Licht ausmachen. Was noch? Machst du mal das Licht aus? Das, dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen was. Das muss ich selber machen. Naja. Oder direkt mit der Kamera reingucken. Okay, äh, das äh, ist nicht ganz überzeugend, aber... <laughs> Gut, aber machen wir doch weiter. Also, so von hier aus gesehen, da sieht man das, das rötliche Licht. Ja, aber deutlich, man sieht schon, dass das auf der einen Seite, wo es rausgestreut wird, dass es da bläulich ist, dass das eine ganz andere, ein ganz anderer Farbton ist. Also, hier mit bloßem Auge, da sehe ich es schön für die Studenten und Studentinnen hier. Sie sehen es also dann auch, da ist eben das Auge besser als eine, eine Kamera. Ja, die Kamera, die, da müsste man wahrscheinlich die Belichtung runterdrehen, das ist äh, einfach überbelichtet. Ja. Gut, ähm, fünf Minuten habe ich noch, denke ich, fünf Minuten nehme ich mir noch von Ihrer Zeit, <laughs> äh, um dieses Kapitel abzuschließen. Und zwar, äh, wir haben gesehen, dass... Können wir wieder Licht machen? Ja, wir haben gesehen, also wir haben hier den Tyndall gesehen. Wir haben gesehen, dass ähm, elektromagnetische Wellen erzeugt werden durch beschleunigte Ladungen. Und jetzt kann man die Ladungen auch ja, ein bisschen weniger vornehmen, beschleunigen. Und zwar macht man das in einer Röntgenröhre. Das sehen Sie also hier ähm, auf der... Also Röntgenröhre. Man hat also hier so eine Röhre, wie wir sie hier auch stehen haben. Die steht hier gerade, glaube ich, andersrum da, wie wir sie hier abgebildet haben. Man heizt die eine Seite. Man heizt also diese Seite, so dass also hier Elektronen austreten und beschleunigt diese Elektronen durch ein hohes elektrisches Feld durch. 20 Kilo Volt, 30 Kilo Volt, beschleunigt man die und dann krachen die hier in äh, diese schräg gestellte Anode. Und äh, damit werden, das bedeutet natürlich, dass die Elektronen, die da drauf krachen, dass die schnell abgebremst werden. Je schwerer diese, äh, äh, was Sie hier sehen, äh, ist die Hand äh, von, äh, von Kölliger. Das waren berühmte Physiologe und Botaniker, glaube ich, also Physiologe, auf jeden Fall in Würzburg, also aus eigenem Recht sehr berühmt. Und die hatten damals in Würzburg so einen, so einen Gesprächskreis, also so ein Gelehrtentreffen. Und da hat also Röntgen das vorgestellt. Und Kölliger hat da seine Hand live da reingehalten und das haben wir also dann gesehen. Und die Leute waren so begeistert also von, äh, von dieser Entdeckung, dass Kölliger noch also an diesem Abend vorgeschlagen hat, die Strahlen, die Röntgen äh, X-Rays genannt hat, äh, die Röntgenstrahlen zu nennen. Und äh, so heißen sie auch in Deutschland, werden sie überall sonst auf der Welt eben X-Rays. Äh, heißen, so wie sie Röntgen genannt hat. Und Röntgen wusste am Anfang nicht, was das, welche Natur diese, diese Röntgenstrahlen sind, ob das Teilchenstrahlen sind oder ob es elektromagnetische Wellen sind. Er hat vermutet, dass es elektromagnetische Wellen sind. Es ist ihm aber nicht gelungen, ein Interferenzexperiment zu machen. Das ist dann später erst Max von Laue zusammen mit zwei Doktoranden gelungen, die er sich sozusagen aus Röntgensgruppe ähm, so, so gekabert hat. Ja, die, hat er, die hat er überredet, das Experiment so heimlich hinter den Rücken vom großen Sommerfeld und dem großen Röntgen zu machen. Und die beiden, äh, so sagt man, waren da gar nicht glücklich drüber. Ähm. Dann gibt es noch eine andere Art Röntgenstrahlung zu erzeugen, nämlich im Synchrotron oder neuerdings auch in freie Elektronenlaser. Was man da macht, ist, dass man. Elektronen beschleunigt, und zwar auf so einer Rennbahn, wie Sie, hier, wie Sie es hier sehen. Ja, das ist also ein sogenanntes Synchrotron. Da werden die Elektronen auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigt. Und wenn man die dann ablenkt, Ablenkung in einem Magneten hier, Bending Magnet nennt man das, wenn man die ablenkt, Ablenkung bedeutet Richtungsänderung, ist auch eine Beschleunigung, dann emittieren die eine Strahlung. Eine sehr breitbandige Strahlung, aber sehr intensive Strahlung, ja, die geht vom Sichtbaren bis weit in den Röntgenbereich. Und wenn man es noch schlauer macht, dann schickt man die, ähm, dann schickt man die Elektronen durch ein, eine Anordnung, die man einen Undulator nennt. Ja, also Sie haben also Magneten, die, äh, die verschieden gepolt sind, ja, sodass dann die Elektronen aufgrund der der Lorenzkraft, dass sich die hier auf so einer Schlangenlinie bewegen. Und dann interferiert das Licht, das in, jedem, in jeder Welle, also in jedem Wellenzug da abgestrahlt wird, das interferiert, je nachdem, konstruktiv oder destruktiv, sodass dann ein monochromatischer Röntgenstrahl rauskommt. Und zwar sind diese Röntgenstrahlen unglaublich intensiv. Wenn man es mit einem freien Elektronenlaser macht, dann kann man das Ganze also noch kohärent äh, zwischen allen Elektronen machen und äh, dann kommen da Feldstärken raus, die also um Größenordnungen. Ja, also das ist gerade mal zehn Jahre her, dass das äh, das erste Mal äh, im Harten Röntgenbereich äh, gelungen ist und äh, inzwischen gibt es also in Hamburg so eine Anlage, die hat äh, so eine Milliarde oder sowas gekostet. Ähm, drei Kilometer langer Tunnel, da werden also die Elektronen beschleunigt und am Ende steht dann so eine 100 Meter lange Apparatur. 100 Meter lang baut man dieses Ding. Ja, es also sind also dann zig ähm, solcher Magneten da angeordnet und äh, bringen also die Elektronen da auf, äh, auf diese Schlangenlinienbewegung, so dass Röntgenstrahlung erzeugt wird. Und je nachdem, wie man den Abstand wählt, die Elektronenenergie wählt und so weiter, äh, kann man also auch die Wellenlänge durchstimmen. Und äh, ja, ich hatte schon angekündigt, dass wir nächste äh, Woche ein Video zeigen werden mit äh, Kai-Sven Schulze, Dr. Schulze, der eine Zeit lang hier saß und äh, die Fragen entgegengenommen hat. Ähm, der ist einer der, ähm, der führenden Leute, was, äh, was äh, Röntgenpolarisatoren anbetrifft. Ja, also den Polarisator, den ich da gerade in, in der Hand gehabt habe. So etwas kann man auch im Röntgenbereich bauen. Schaut ganz anders aus im Röntgenbereich. Aber man kann im Röntgenbereich Polarisatoren bauen, die viel, 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 viel besser sind als das hier. Ja, und Herr Schütze ist der Weltmeister in dieser Disziplin und äh, wir werden damit eine Anwendung äh, wir verfolgen damit eine Anwendung äh, das verrate ich Ihnen jetzt noch nicht das kommt also nächsten Dienstag ja dann gehen wir in die Verlängerung nächsten äh, die, die nächsten zwei Wochen äh, und machen eben äh, noch äh, Optik einen Schnelldurchgang durch die Optik normalerweise habe ich dafür drei Wochen zur Verfügung oder zweieinhalb, ja, also normalerweise bleiben mir da fünf äh, Vorlesungen. Ähm, diesmal sind es eben plus vier, aber ich werde versuchen, das so kohärent und comprehensive, wie man so schön sagt, äh, äh, rüberzubringen. Wir sehen uns also am nächsten Dienstag wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönes Wochenende.